Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du dir so ein Puppenstellbett und Kissen selber nähen kannst. Ich verwende hierfür einen weißen Baumwollstoff, da ich mir später noch die passende Bettwäsche dazu nähen werde. Wenn du die Sachen nicht mit einer Bettwäsche beziehen möchtest, kannst du natürlich auch farbige Baumwollstoffe oder auch andere Stoffe, die du gerade da hast, verwenden. Für die Decke brauchst du zwei Stoffstücke mit den Maßen 31 cm mal 26 cm. Für das Kissen brauchst du ebenfalls zwei Stoffstücke mit den Maßen 26 cm mal 13 cm. Dann brauchst du für die Decke ein Stück Fließeinlage mit einer Stärke von 2 cm und den Maßen 29,5 cm mal 24,5 cm. Für das Kissen schneidest du dir ein Stück zu mit den Maßen 24,5 cm mal 12,5 cm. Nimm dir als nächstes eins deiner Stoffstücke für die Decke und zeichne dir zunächst mit einem Trickmarker einmal um den Rand herum einen Abstand von 1 cm ein. Danach reizst du mit Hilfe deines Trickmarkers deine Decke in gleiche Stücke. Du solltest dann 15 Rechtecke haben, die jeweils die Maße 8 cm mal 5,8 cm haben. Dann nimmst du dir ein Stoffstück fürs Kissen, zeichnest auch hier einen Rand von 1 cm ein und teilst auch das in 6 gleiche Rechtecke. Diese haben dann die Maße 8 cm mal 5,5 cm. Leg die Fließeinlage zwischen die beiden Stoffstücke und steck sie dir mit ein paar Nadeln fest. Mache nun das gleiche bei deiner Decke. Nähe nun als erstes auf deiner 1 cm Markierung einmal drumherum mit einem dreifachen Geradstich. An den Ecken lässt du die Nadel im Stoff stecken, hebst das Nähfüßchen an, drehst deinen Stoff, senkst das Nähfüßchen wieder ab und nähst wie gewohnt weiter. Das sollte nun so aussehen. Als nächstes nähst du entlang deiner restlichen Trickmarker-Markierungen, aber beginnst dabei an der zuvor gesetzten Naht. Das heißt, du lässt deine Nahtzugabe von 1 cm aus. Verwende auch dafür den dreifachen Geradstich. Zentimeter am Ende nähst du auch nicht mit. Über alle Linien einmal genäht hast, sollte dein Kissen nun in 6 gesteppte Rechtecke unterteilt sein. Die Nadeln kannst du jetzt entfernen. Als nächstes setzt du ebenfalls mit einem dreifachen Geradstich eine Naht von etwa einem halben Zentimeter zum Rand einmal rundherum auf deinen 1 cm. Setzt du an den äußersten Rand eine Zickzacknaht. Das Ergebnis sollte so aussehen. Entferne jetzt deine Trickmarker-Markierungen. Wenn du die Markierungen alle entfernt hast, ist dein Kissen bereits fertig. Jetzt brauchst du nur noch all diese Schritte bei deiner Decke wiederholen. Thank you.
und dann beide Teile fertig in etwa bei dir aussehen. Ich hoffe, meine Anleitung hat dir gefallen und wünsche dir viel Freude beim Nachnähen. Bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.